muss gar nicht. Das Problem habe ich immer. Und ich weiß jetzt nicht, mache ich eine Jungenbox oder eine Mädchenbox drauf? Und der Typ an den Kasten war richtig cringe. Ich habe ihn auf jeden Fall selbst gefragt und er hat mir so bei meiner Hand gestrichen. Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich sehe noch ein bisschen katastrophal aus, aber das beheben wir jetzt. Ich habe heute einen Frauenarzttermin und ich dachte, ich nehme euch mal mit der Kamera. Ich bin schon wieder aus der Puste. Ich habe, glaube ich, noch nie während einem Frauenarzttermin für euch gevloggt. Deswegen dachte ich, machen wir das heute. Ich ziehe mich jetzt erstmal an und dann machen wir uns gemeinsam fertig. Ich bin übrigens übermüde. Voice crack. Ich wäre gerade fast gefallen. Also das Gefährlichste ist ja wirklich, wenn ihr irgendwo auf eurem Fußboden Gliskur habt. Ich bin gerade fast rausgerutscht. Ich musste über mich selbst lachen, weil es so dumm war einfach. Naja. Ich habe mich angezogen. Ich habe hier von New Yorker mein Set an. Ich habe gestern auch Haare gewaschen irgendwie. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt ein bisschen fertig. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Marmalisches kommt mit mir. Wir wollen nämlich danach mal nach Tapeten gucken. Eigentlich war der Plan, dass wir mein Bett, also dass mein Bett am Wochenende kommt und dass wir mein Zimmer soweit klar Schiff machen. Das heißt, die Tapete da hinten kommt ab und dafür brauche ich halt eine Helle und alles, was ich nicht brauche, aussortiere und alles, was ich am Möbel nicht mehr will, auch weg. Das Problem ist jetzt nur, dass was Kleines dazwischen kam. Und zwar hat meine Schwester seit gestern Corona. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wie wir das machen. Meine Cousine sollte eigentlich am Donnerstag kommen. Die wollte uns dann ein bisschen helfen und so. Aber ist natürlich jetzt blöd, hier irgendjemanden einzuladen. Ja, keine Ahnung. Wir halten uns halt alle so weit wie möglich fern voneinander. Ich hoffe auch, dass ich das nicht kriege, Leute. Denn ich weiß auch nicht. Katastrophe, sage ich euch. Ich hatte das ja schon mal. Und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich habe das so schlimm gehabt. Das war echt Krise. Ich meine, man sagt ja, beim zweiten Mal hat man es nicht so schlimm. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass ich schwanger bin. Das heißt, ich kann so gut wie gar nichts an Medikamenten nehmen. Und das wäre für mich echt der Horror, sage ich euch, wie es ist. Deswegen aber, wir sind halt alles am Desinfizieren und so. Und sie, wenn sie runtergeht, die geht ja nur auf Toilette, dann trägt sie eine Maske und Handschuhe. Ja, weil er hat sich halt auf der Arbeit angesteckt, weil da das irgendwie die Runde gemacht hat. Kann halt passieren, ne? Kann man nichts gegen machen. Ich habe mich auch damals angesteckt. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, deswegen wollen wir halt nach der Tapete gucken. Weil wir halt so, weil ich dann halt sowieso schon mal in Gießen bin, weil mein Frauenarzt ist in Gießen. Und da haben wir einfach mehr Auswahlmöglichkeit als hier jetzt bei uns. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich rede so durcheinander und so kauderwelch. Kauderwelch ist das komische Wort. Achso, und das ist auch der Grund, warum ich gestern keinen Selbstbräuner drauf gemacht habe. Guck mal, wie hell ich bin einfach. Aber ich muss jetzt so oft meine Hände waschen und desinfizieren, deswegen lohnt es sich einfach nicht, den Selbstbräuner jetzt drauf zu machen. Die Leute, die Selbstbräuner tragen, die wissen, was ich meine. Ich habe gestern die Gesichtstropfen wenigstens ins Gesicht und an den Hals gegeben. Aber so richtig braun bin ich da jetzt auch nicht. Egal, Hauptsache, ich werde nicht krank. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ich
bin ready, Mädels. Ich habe schon meine Brille angezogen, weil ich ja jetzt Auto fahren muss. Ja, wir fahren jetzt los. Ich bin super excited. Ich freue mich sehr, dass ich die kleine Maus heute sehe. Vor allen Dingen ist es das erste Mal, dass ich halt das Geschlecht jetzt weiß, ne? Sonst vorher saß ich immer dann so auf diesem Stuhl so, bitte sag mir nicht das Geschlecht, bitte sag's mir nicht. Ich habe sie halt vorher immer gesagt, aber ich hatte trotzdem immer total Angst, dass sie sich verplappert. Aber jetzt weiß ich's, jetzt alles gut, jetzt kann nichts mehr passieren. Deswegen, ich freue mich richtig. Ich hoffe, ihr geht's gut. Voll krass. Gestern Abend habe ich echt gedacht, boah, mein Bauch hat einen Riesenschub gemacht. Das ist so krass. Abends ist er am krassesten und wenn ich gegessen habe, dann auch. Ja, ich möchte unbedingt jetzt bald auch mal so hier so, wie heißt das? So, weiß nicht, so Fingerfarben holen. Oh, ich muss los. Und dann auf den Bauch malen. Ja. Und ich war in meinem Bäcker, da ist Mama Licious. Morgen. Und wir fahren jetzt weiter direkt, damit es hier keine Verspätungen gibt. Übrigens habe ich gedacht, dass man beim Zuckertest nüchtern bleiben muss. Ne? Haben mir nämlich sehr viele gesagt und hat sie mir beim letzten Mal die Ärztin auch gesagt. Gestern habe ich angerufen, um mich zu vergewissern, ab wann ich nichts mehr essen darf. Und dann geht sie zu mir, ja, darfst was essen, nur nichts Süßes. Ja, keine Ahnung, jetzt war ich so ein bisschen so, was esse ich jetzt? Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein Brötchen geholt und ich hoffe, das funktioniert. So, ich bin jetzt hier auf Toilette, as you can see. So sieht das aus. Jetzt muss ich hier Pipi abgeben, erstmal Name draufschreiben. Problem ist nur, ich muss gar nicht. Das Problem habe ich immer und dann sind da nur 3 Tropfen drin. Und wisst ihr, was ich das Schlimmste finde? Hier gibt es nicht sowas, wo du das reinstellen kannst. Du musst damit rauslaufen und dann in dieses Labor uns da abstellen. Und draußen sind recht viele Leute. Also Mädels, ich sitze jetzt hier im Vorraum. Mama Lisch ist auch da, weil sie darf nicht damit rein. Wir dürfen da nicht zusammen warten. Das ist Katastrophe bei den Frauen. Also wirklich, ich bin so zufrieden da, aber das ist echt Katastrophe. Ich habe ein Bild bekommen, obwohl ich glaube ich eigentlich gar keins hätte bekommen dürfen. Aber ich kann es euch noch nicht zeigen, weil die haben meinen Mutterpass noch. Ich war nämlich bei der Untersuchung und so, ist auch alles in Ordnung. Die Frauenärztin meinte auch, sieht immer noch aus wie ein Mädchen. Wir haben so ein bisschen geredet und so, ist alles gut. Und dann habe ich wegen meinem Steißbein noch gefragt und so. Dann hat sie mir noch so ein paar Aufklärungssachen erzählt und sowas alles. Ja, und dann hat sie mich gefragt, ob wir den Zuckertest schon gemacht haben. Dann habe ich gesagt, nee. Und deswegen musste ich dann nochmal ins Labor und habe dann eben erst dieses Getränk getrunken. Also es war ein Becher, es war jetzt nicht so schlimm, wie alle gesagt haben. Es war natürlich nicht geil, es war zuckersüß, aber ich habe es halt runtergekippt. Also es war jetzt nicht so schlimm. Wobei ich sagen muss, ich habe es auf 2-mal runtergekippt und beim letzten Mal habe ich einmal kurz gewürgt, weil es schon eklig, aber es ist okay. Also ich weiß nicht, also da muss sich keiner verrückt machen, der das vor sich hat. Also meiner Meinung nach. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ja, und jetzt muss ich halt eine Stunde warten, ne? Ich darf auch nicht rausgehen oder so. Ich habe gefragt, ob ich wenigstens raus darf. Nö. Ja, das war ein bisschen blöd von denen, weil das hätten die am Anfang machen sollen. Dann wäre ich jetzt schon fast fertig. Na egal. Wir sind jetzt zurück zu Hause, Mädels. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe dann noch Blut abgenommen bekommen, nachdem ich die Stunde da gewartet hatte. Und die haben das da vor Ort auch direkt getestet. Also ich habe keinen Schwangerschaftsdiabetes. War mir aber eigentlich schon klar, weil ich kann ganz normal Süßigkeiten alles essen. Ich habe da keine Probleme, mir wird da nicht schlecht oder so. Deswegen habe ich mir schon gedacht, ja. Ist auf jeden Fall sehr gut, dass ich das jetzt geschafft habe. Es ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Ich war am Anfang im Labor, da hätte ich das halt schon trinken können. Und derzeit, in der ich darauf gewartet habe, ins Zimmer zu gehen, zu der Frauenärztin, wäre die Stunde dann halt schon längst rum gewesen. Aber gut, war halt jetzt so. Meinen nächsten Termin habe ich Ende April. Und da gibt es nochmal einen großen Ultraschall. Ich habe eigentlich gedacht, dass das jetzt mein letzter Ultraschalltermin ist. Also es wird immer, für die Leute, die sich gar nicht damit auskennen, es wird jedes Mal ein Ultraschall gemacht. Aber es gibt nur 3 große, also so ist es bei mir zumindest, es gibt nur 3 große, wo dann jemand mit darf und wo du dann viele Fotos kriegst. Ich habe jetzt trotzdem ein Foto gekriegt, aber ich denke nur, weil wegen meiner Frauenärztin, ich glaube, eigentlich hätte ich keins bekommen dürfen. Ja, das kann ich euch gleich noch zeigen. Das ist nämlich im Auto, das ist in meinem Mutterpass. Ja, und ansonsten war alles tippitoppi. Gott sei Dank, ich habe genug Fruchtwasser, auch mit dem Gebärmutterhals ist alles in Ordnung. Die Kleine liegt schon mit dem Kopf nach unten. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt nochmal dreht oder nicht, keine Ahnung. Ja, und die Frauenärztin meinte auch, boah, das sieht richtig gut aus, sind noch fast gar nichts zugenommen. Ja, ich habe jetzt 2 Kilo zugenommen. Ich habe sie auch gefragt, so, ob da noch was kommt. Sie so, vielleicht ein paar Wassereinlagerungen und das Kind wächst halt jetzt auch sehr schnell. Aber sonst wird da nicht mehr so viel kommen, hat sie gesagt. Ja,
Bin ich auch froh. Aber ich werde das auch schnell wieder unten haben, da bin ich mir sicher, weil ich werde jeden Tag mit meinem Baby spazieren gehen. Jeden Tag. Ja, Mama und ich sind im McDonald's. Und der Typ an der Kasse war richtig cringe. Ich hab ihn nach Pfeffer und Salz gefragt und er hat mir so über meine Hand gestrichen. Und ich war nur so. Naja, was soll ich sagen? Möchtest du auch was dazu sagen? Nein. Der hat wohl nicht gesehen, dass ein Baby hier drin ist. Zu Hause wundert euch nicht über das Chaos, aber ich hab keine Ahnung, wo ich das Zeug zwischenlagern soll. Komm hier, Puffy. Die Puffy war mit heute den ganzen Tag. Ne? Du warst heute mit den ganzen Tag. Ach, ich liebe dich so. Mua, mein Baby. Baby Maus. Wollte ich sagen, der McDonald's-Mitarbeiter, der war so cringe. Boah, es war so, wenn ich darüber schon nachdenke, so hat er mir über meine Hand gestrichen. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein paar TikToks machen. Und mach dann die erste Mom-Verlosung fertig. Das mache ich jetzt hier gleich mit euch zusammen, würde ich sagen. Ich verlose das übrigens in meiner Instagram-Story. Jetzt nach und nach fange ich an, dann so kleine Pakete an euch zu verlosen. Und heute verlose ich dann das erste, weil mich jetzt ganz viele gefragt haben, wann ich anfange damit. Ja, ansonsten werde ich euch jetzt updaten, weil heute ist Dienstag. Das heißt, ich bin heute in der 28. Schwangerschaftswoche. Ich habe dienstags immer Wochenwechsel und das werde ich dann halt auf TikTok posten, ne? Euch so ein bisschen updaten, auch wie der Zuckertest war. Ich habe super, super viele Fragen auch dazu bekommen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein extra YouTube-Video. Falls euch das auch interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich das auf jeden Fall machen. Ist jetzt auf dem Boden. Puppi. ich habe jetzt hier schon mal eine Box geholt. Die sieht so aus. Damit ich jetzt da alles reinmachen kann. Ich weiß jetzt nicht, mache ich eine Jungenbox oder eine Mädchenbox draus? Das Ding ist halt, oder ich mache eine neutrale Box draus. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich habe hier auf jeden Fall alles drin für euch. Also alles, was hier drin ist, ist für euch. Ist echt schwer. So, ich mache hier einmal die Perfect Mamm-Schnuller rein. Da haben wir einmal hier mit so einem Elefanten und einer Schnecke und mit einem Koala und einem Vogel. Einmal in so einem hellen Blau und einem Grau. Ich denke, das kann Junge und Mädchen nutzen. Gucken wir natürlich noch was für die Mami hier mit rein. Hier haben wir so eine Haarmaske. Die ist natürlich auch noch zu. Die ist von Mermaid and Me. Die packe ich mit rein, weil die hier auch so ein bisschen grün. Sieht ganz süß aus. Dann packen wir auch noch eine Lidschattenpalette mit rein. Die hier ist von Bella Peer Cosmetic. It's only natural eyeshadow Palette. Die ist eigentlich richtig schön. Die hat richtig schöne Töne. So richtig schön natural. Falls man Lust hat, sich in der Schwangerschaft nochmal aufzuglämmen. Oder auch danach. Die packen wir auch mit rein. Dann packen wir das packe ich in eine Mädchenbox. Das ist alles so richtig so ladylike. So, dann packen wir hier noch von Shebens Skin Booster. So ein Serum ist das. Ist auch in so einem Grün. Das packe ich auch mit rein. Dann haben wir hier noch so eine Wildrose. Wildrose-Schutz von Barbour. Hitzeschutzspray. Auch gut für die Haare. Ansonsten mir hier noch so eine rosa Tonerde-Maske, die mag ich selber auch richtig gern. Die sind richtig, richtig gut fürs Gesicht. Ich überlege gerade hier, welche Fingernägel ich reinpacken soll. Ich habe hier noch so Press-Ons. In rosa und in so einem Pink. Ich habe aber auch noch viel mehr. Oder ob ich lieber Nagellacke reinpacken soll, überlege ich gerade. Machen wir hier noch eine SOS-Fußpflege rein für weiche Füße. Ich glaube, die Nägel passen gar nicht mehr mit rein. Dann mache ich vielleicht doch lieber Nagellack mit rein. Vielleicht ein bisschen schlauer, oder Puffy? Noch ein Blistex für die Lippen. Den machen wir auch mit rein. Den hier an die Seite rein. Ja, perfekt. Die Lippen geschützt sind. Hier habe ich noch so einen von Catrice. Das ist so ein Eyeshadow-Stick. Der passt auch perfekt zu dieser
Palette, die ich hier mit reingepackt habe. Das ist das hier. Augenpads. Packe ich euch Engelaugenpads mit rein. Von Yuti. Liebe ich. Die sind richtig, richtig gut. So, dann haben wir Gesichtspflege auch schon mal genug. Da gucke ich immer bei den Babysachen. Gut, eine Flasche würde jetzt da nicht mit reinpassen, aber vielleicht noch ein anderes Schnullerpäckchen. Und hier von Mom mache ich hier das Clip It Fashion and Cover. Das ist so für einen Schnuller. Dass ihr, das kann man so ranmachen. Da hat er halt auch so einen Schutz. Also vorne hier steht es auch nochmal beschrieben. Kannst hier vorne einen Schnuller. Nee, warte mal. Ach, hier. Hier oder hier einen Schnuller ranmachen. Das packe ich jetzt auch noch mit rein. So, aber das ist irgendwie noch so ein bisschen leer. Da fehlt noch irgendwas. Das hier packe ich auch noch mit rein. Das ist von Bio Vegan Skin Food. Ein Serum. Mag ich selber auch richtig gerne. Habe ich selbst. Das packe ich hier auch noch mit in die Kiste. Wir wollen ja das Zeug auch alles loswerden. So, und habe ich hier noch eine Kleinigkeit, die ich euch mit reinpacken kann. Vielleicht noch eine Handcreme oder sowas. Was ist hier denn? Warum ist das so verbappt? Ist da was drin ausgelaufen? Nein! Cleanser, Scrub, antibakteriell, keine Ahnung, irgendwas zum Abschminken. Riecht aber ganz gut. Ich habe das Gefühl, da drin ist irgendwas ausgelaufen. Aber hier klebt's. Naja, den machen wir auch noch mit rein, dass man sich auch noch mit abschminken kann. Und hier noch so kleine Gummibärchen als Goodie. So, ich würde sagen, das ist doch eine ganz süße Kiste, oder? Und ich mache jetzt nach und nach immer mehr Kisten fertig. Dann mache ich eine auch, wo alles in Pink drin ist, für irgendeine Mami, die ein Mädchen bekommt. Wie zum Beispiel eine pinke Creme, pinke Augenpads, pinke Fingernägel, pinke Nagellack, Haargummi. Alles so, ne? Halt in dem Muster. Ja, dann machen wir natürlich auch noch ein Päckchen fertig mit für eine Mami, die stillt. Weil ich habe noch so eine Handmilchpumpe und sowas hier alles mit drin. Das machen wir auch auf jeden Fall noch ready. Und falls ihr jetzt hier zum Beispiel mir noch nicht auf Insta folgt und auch gerne mitmachen wollt, ich mache das immer so auf der, in der Story einfach. Ich poste da jetzt nicht sonst irgendwie extra was und verlose das dann einfach. Mädels, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe mich ganz kurz hingelegt. Wollte, ich habe so eine Serie angefangen. Wohin gehen wir? Das ist von so einer Mutter und so einer Tochter. Da wollte ich die letzte Folge gucken. Oh, die Laterne ist angegangen. Und dann bin ich einfach eingeschlafen. Ja, und jetzt mussten wir unter Stress voll schnell einkaufen gehen, Mama und ich. Das ist ruhig, sag ich. Ich bin jetzt endlich in meinem Zimmer. Hab gerade mich abgeschminkt, hab mich bettfertig gemacht und hab mit dem Julian, meiner Cousine und meiner Schwester gefacetimed. Weil wir uns ja so ein bisschen unterhalten haben und so. War ganz cool. Und ja, jetzt gehe ich ins Bett. Deswegen beende ich den Vlog an der Stelle. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten folgt mir gerne auf Insta, falls ihr es noch nicht tut. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann in meinem nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hab euch lieb. Tschüssi!